Mit der Wertpapierfunktion der Bank Austria App habt ihr eure Wertpapiere jetzt immer bequem am Handy und müsst sie endlich nimmer in einem Banktresor aufbewahren, der von einem feuerspeienden Drachen bewacht wird. Den gibt's wirklich. Ich weiß, was ich in der Bank Austria Zentrale gesehen habe. Mit der Wertpapierfunktion kann man sich die Positionen der Wertpapiere anzeigen lassen, gemeinsam mit den wichtigsten Zahlen zur Performance. Das heißt, ihr könnt jetzt jederzeit am Smartphone nachschauen, wie es euren Wertpapieren gerade geht, und ihr könnt dabei zuschauen, wie die Werte um die Wette klettern. Auf einer Watchlist zu stehen, ist eigentlich ziemlich unangenehm. Zum Beispiel auf der Watchlist einer gewissen Werbeagentur, die sauer auf einen ist, weil man im Pyjama zu den Dreharbeiten gekommen ist. Ich kann Berufliches und Privates halt so schlecht voneinander trennen. Was soll ich machen? Aber für Wertpapiere ist sowas schon sehr, sehr nice. Deshalb gibt es jetzt bei der Mobile Banking App die Watchlist-Funktion. Mit der kann man Listen erstellen für die Wertpapiere, zu denen man sich hingezogen fühlt. Und von diesen Listen kann man sich dann auch gleich Wertpapiere kaufen, weil ohne die Funktion wäre es ja nur der halbe Spaß. Aktien von einer Lockenwickler-Manufaktur. Setzen wir gleich auf die Watchlist. Und bam! Nicht, dass ich sowas brauchen wird. Meine Locken sind selbstverständlich echt. Ich mag nur das Wort Manufaktur so gern. Übung macht den Meister. Der Spruch ist genauso nervig, wie er wahr ist. Deshalb könnt ihr in der Mobile Banking App fiktive Depots erstellen. Erstellt ein fiktives Depot, um die Performances der einzelnen Titel oder des Depots im Ganzen zu beobachten. Und natürlich könnt ihr auch Käufe und Verkäufe fiktiv tätigen und anpassen. Da kann ich Geld verlieren, ohne Geld zu verlieren. Ein Kind lernt ja auch zuerst das Krabbeln und macht nicht gleich von Anfang an Parkour. Ich meine, ich habe von Geburt an eine Gehbehinderung, deshalb kann ich da nicht wirklich mitreden. Aber mit Hilfe der Wertpapierfunktion könnt ihr euch in ungeahnte finanzielle Höhen katapultieren und euch alle möglichen Träume erfüllen. Ihr könnt euch zum Beispiel ein Motorrad kaufen. Die Polizei. Ist der Führerschein auch ein Wertpapier, das man sich auf der Mobile Banking App kaufen kann? Na? Mist.